So, meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Luffy 2. Was ist das für's? Yeah! Aber natürlich nicht alleine. Ja. Epische. Doch, du bist allein. Nein. Hä? Was zur. Ich frag nicht nach. Gut, okay. Kurzer Zwischenstand. Ich habe den Turm bis hierhin gemacht. Die Verbindung ist gerade irgendwie strange. Keine Ahnung. Und hab ein bisschen gelevelt. Tada! Joa. Ist gut. Zeiten Distanz verzwischen. Nein, ging ganz schnell dank der Speed-Taste. Ungefähr 20 Minuten, wenn es hochkommt. So, Rätsel ist hier ganz einfach, wenn es die richtige Reihenfolge war. Und hier dreimal. Tada! Ist das nicht meisterhaft? Und ich glaube. Ja, es gibt da noch so. Wirst du dann sehen, deswegen. So, jetzt können wir speichern. Ich glaube, wir sind jetzt schon da. Oh Gott! Gott, Gott, Gott! Oder? Was sind wir jetzt schon da? Was ist hier? Ah, okay. Vernichtung. Ich hätte mit Guy die andere Rüstung angreifen sollen. Ich bin im Voraus schon Unfall. Ja, Unfall. Entschuldigung. Was war das jetzt? Moment, Entschuldigung. Was zur. Dafür entschuldige ich mich. Was tust du? Sekunde. Ich muss tun. Das okay. Musste. So, fertig. Was hast du getan? Nichts Relevantes. Okay, ach nein, nicht das Spiel. Okay, also. Das Monster, was ich wählen muss, das Ziel erreichen. Warum habe ich den Zombie genommen? Und ich darf aber die anderen ruhig abschießen. Bam, bam, bam. Das kann ein bisschen länger dauern. Das sehe ich. Ja. Ja, komm, komm. Oh. Hä? Ach nein, genau, nein! Ich muss doch noch auf dem Teleporter stehen. Super. Nein, bin ich doof. Ja, bin ich. Quatsch. Porti drauf, komm, das schaffst du, Mann. So ein Glück hat man kein zweites Mal. Oh, schade, das war aber knapp. Danke. Na, geht ja flott. So, das war's doch schon. Ganz einfach. Hab ich keine Anstrengung gekostet. Wie ich auch mal gerade das geschafft habe. So. Gab's hier noch was zu holen? Nein. So. Und damit hätten wir auch schon alles. Ich gehe jetzt zuerst noch mal kurz speichern. So, da muss ich das nämlich kein zweites Mal machen. Ich habe sowieso ein Zeichen von da, aber was tue ich hier? Oh Gott, dafür bestimmt ein Zweiteilerkampf. Bestimmt. Gut. Wenn das so einfach wäre. Was? Das ist nur ein Zweiteiler. Ich hoffe einfach drauf. Du hast bis jetzt die meisten Bosse unterschätzt, also. Ja, es ist auf den Hack. So, Safe State. Ja, ihr seht ihr, wir müssen wieder kommen. Falls ich das gerade richtig gesehen habe, hast du deinen Zuschauern gar nicht verraten, dass du Fumi vergewaltigt hast. Ah, genau. Oh, danke. Genau hier, ich habe Fumi entwickelt. Ich habe mir einfach diese, warte, Schwerter waren. Bronzeschwerter, genau. Dafür kriegt ihr was einen Strich, kauft ihn circa 35 bis mehr und das klappt schon. Kostet nur 5000 das Stück, von daher alles easy. Okay, let's go. Oh.
So. Goddess. You again. You were defeated once. Why do you keep trying? You had no chance. That remains to be seen. Why do you not cease your senseless resistance? You need only bow down for us to live. You asked impossible, for you will destroy all the cities for no reason. I will bow down to no one. So you beat us once. Don't let it go to your head. You are merely foolish mortals after all. Prepare for the end. Oh, yeah. Oh, nein. Okay, geh los. Mach du bitte das und du hast einfach nochmal ruf und du machst bitte. Ne, warte. Ich hätte mal im Vorfeld einstellen sollen. Das ging genauso wie im Kampf davor. Genau. So, und du machst mir dasselbe in grün. Da 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 da. So. Mal sehen. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Attacke so viel Schaden macht. Ist ja natürlich, ich kann zweimal angreifen, das ist natürlich echt scheiße. Och, der Schaden geht ja. Gut, okay. Musst du einmal sein. Dual Punch. Ja, genau, jetzt hat er statt Fummischlag hat er jetzt halt Megaschlag im Deutschen. Und ja. Gut, zwei muss ich mal nicht verwenden, das heißt, ein zweiter kann gerne noch angreifen. Und du machst ja weiter. Noch nicht. Ja, mal sehen, was er dazu gekriegt hat. Wow! Was? Oh. Eins reicht, hast du recht. Okay. Okay. Hab begriffen. Was ist das für... Next. Was? Oh nein! Nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Ich bin tot, das trifft achtmal. Scheiße! Auf ganzer Linie. Oh Gott. Ja. Kato. Hi. Was glaubst du, werde ich nun tun? Ich habe Curses gar nicht übertrieben. Gar nicht. Ich kann auch noch Octostrike. Wie, Alter. Also erstmal... Applaus. Alter, das ist mal ein würdiger Kampf. Aber scheiße! Also, okay, Octostrike könnte man überleben von der Theorie her. Okay, 8x 100 Schaden sind über 800 von der... Also auf dem einzelnen Deck geht dann drauf, aber... Das mit Curse ist sau scheiße. Okay, ich darf leveln. Und zwar viel. Ganz viel. Oh Gott, ey. Das ist aber auch echt unfair. Das für den Fall, dass man das überleben würde, von der Theorie her, ist man auch extra vergiftet. Boah, ist das unfair. Oh, schade. Jetzt ist nur die Frage, ich meine, selbst wenn ich nicht hoch genug level, ich kann mich nicht ewig wiederbeleben. Ich muss nachdenken. Also, was ich wahrscheinlich brauche, ist irgendein Item, das mich vor Curse schützt. Aber es würde mir auch nicht helfen, wenn irgendein Charakter schneller wäre als Gardes, weil dann ist er nur zu Anfang dran und da setzt er noch nicht Curse ein. Was tue ich da? Oh, Scheiße, ich hab Kai.
eine Idee, was ich tun soll. Eventuell merkt ihr schon, ich bin gerade ein wenig diffus mit einem Haufen Verzweiflung und Planlosigkeit, weil was soll ich da machen? Jetzt mal ernsthaft. Ach, Server funktioniert ja gerade gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Scheiße. Die Attacke ist gar nicht übertrieben. Ich muss gucken, es muss irgendein Item geben, was vor Curse schützt. Ich meine, okay, ich könnte mein Level hoch genug bringen, damit ich Octostrike damit keine Schwierigkeiten, aber durch dessen bleibt dann immer noch das Problem mit Curse. Ich meine, Destruction Wave, das geht eigentlich. Das macht 200 Schaden, ist so ungefähr, kann ich mit der Statue heilen. Dass er da abgewartet hat, das war ziemlich heftig und joa. Werde ich mir was überlegen müssen. Weiß nicht was, weil ich habe nicht wirklich eine Idee. Aber du hast schon vorgelesen. Danke. Oh Gott. Was soll ich da machen? Es muss irgendein Item geben, was wir können. Ja. Es muss irgendein Item geben, was vor Curse schützt. Das ist so ziemlich die einzige Taktik, die mir jetzt einfallen würde, weil Mirakel kann ich nirgendwo. Ups. Entschuldigung. Sorry, ich bin gegen das Headset gekommen. Tut mir leid, Leute. Weil Mirakel kann ich auch nirgendwo haben. Und wenn du mit einer 1% das droppt, na dann hallo, ja, werde ich das bestimmt nicht farmen. Das Ding macht ja nicht viel Schaden, das Ding macht einfach auf 1 KP und vergiftet mich. Aber das mit dem Gift ist so total sinnlos, weil der macht dann wieder das Destruction Wave. Oh Gott, das ist echt nicht toll. Ich weiß auch gerade ernsthaft nicht, was ich dazu sagen soll. Ich könnte natürlich hier total in Schock, Trauer, in Leid ausbrechen. Oder so wie bei Tarantula. Das ist totale Verzweiflung, okay. Aber ich bin irgendwie darüber auch total fasziniert und erstaunt. Das jetzt auch noch. Das mit Curse war ja schon. Oh, Entschuldigung. Voll die Härte und dann auch noch Octostrike. Alter, der hat aber auch gar nicht gezimpert mit dem Schwierigkeitsgrad, aber auch gar nicht. Oh, super. Ja, dann hätten sie den Wecker mal eine Scheibe abschneiden können. Da ging es ein. Also Luffy wird das als schwer bezeichnet, der. Der weiß nicht, was schwer ist. Ich guck mal nach, wie viel Zeit. Oh, fast 14 Minuten. Die Zeit ist gleich rum. Na super. Okay. Muss nachgucken, ob es irgendein Item gibt, was den Curse schützt. Ich hab das schon eventuell eine Idee, welches Item das sein könnte. Das wäre ganz toll. Und das ansonsten sieht man sich im nächsten Part auf Level 100. Höchst Level ist 99. Deswegen 100. Ah, ich weiß, was man. Ja, ich. Überlegen wir mal, was hältst du, wenn ich 99 wäre? Der würde mit Curse wieder auf 1 KP runter sein, dann Construction wäre schon mal einer tot. Dann könnt ihr mit der Octostrike auf 2 Spieler verteilt, wenn nur einen angreift, ist der zweite down. Also wenn zum Beispiel Maximus, weil Maximus hat im Vergleich zu Guy und DK weniger Leben. Wesentlich weniger. So, wir wollen jetzt nicht hier in diesen dämischen Turm ein Schlussbild setzen, erstmal mit totaler Verzweiflung. Von daher, tschüss, Mann. Lass uns hier reingehen. So, das ist doch ein schönes Setting. Also Freunde, ich werde ein wenig leveln. Ich werde nachgucken, ob es ein Item gegen Kost gibt. Wenn nicht, muss ich nachdenken.
sonst habe ich keine Idee. Oh Gott, ey. Das kann was werden. Dann sagt einfach mal bis zum nächsten Part, wann auch immer der kommt. Ciao. Tschüss. Wir sehen.